Bestimmte Gruppen erhalten bestimmte Impfstoffe und das teilweise früher als andere. Kann das gerecht sein? Zunächst muss man sich mal überlegen, was ist das Ziel eines Impfstoffes oder der Impfung? Es geht mal zunächst darum, dass möglichst wenig Menschen krank werden, dass möglichst wenig Menschen stationär aufgenommen werden müssen, dass möglichst wenig auf Intensivstationen kommen und möglichst wenig Menschen sterben. Und da ist der Impfstoff ein gutes und probates Mittel, das kennen wir in der Zwischenzeit. Und jetzt ist es auch so, dass aber Impfstoffe ein Mangelprodukt sind. Es gibt einfach nicht Impfstoffe für alle in genügender Menge und sofort. Das heißt, man muss, wie wir sagen, priorisieren. Einer kommt zuerst und einer kommt danach. Und diese Priorisierungslisten wurden überall erstellt. Das Ziel ist, dass man die Gruppen, die besonders empfindlich sind und besonders hohes Risiko haben zu erkranken, dass man die priorisiert an erste Stelle stellt. Und es ist auch so, dass man innerhalb der Impfstoffe, nicht alle Impfstoffe sind gleich, die haben verschiedenste Charakteristiken. Wir haben ja in letzter Zeit viel diskutiert über den AstraZeneca-Impfstoff. Dieser AstraZeneca-Impfstoff war zunächst zugelassen für Menschen unter 65. Warum? Weil in dieser Zulassungsstudie relativ wenig ältere Menschen drinnen waren. Da konnte man noch nicht sagen, wie gut ist der, wie gut wirkt der bei älteren Menschen. Jetzt ist es wieder anders. Man hat wieder bessere Informationen und weiß auch, dass dieser AstraZeneca-Impfstoff gut bei alten Menschen wirkt. Wir haben diese Probleme mit diesen Sinusthrombosen. Und man hat gesehen, da sind hauptsächlich oder sehr häufig junge Frauen dabei, die schwer erkranken, die unter Umständen auch sterben. Auch da wird derzeit diskutiert, ob man junge Frauen, die, sage ich, eine Pille nehmen, die ein Hormonpräparat nehmen, dass man die vielleicht eher mit einem anderen Impfstoff impft. Man muss, es kommen immer neue Informationen dazu, Studien werden ausgeweitet, neue Informationen, und die muss man neu in unsere Information einbauen. Und ich glaube, es ist das ganz, ganz Wichtige, dass wir offen, klar mit den Menschen draußen kommunizieren, um ihnen auch die Ängste zu nehmen, aber auch sie zu beraten. Und das ist etwas, was ich alltäglich erfahre. Frauen und Patienten rufen an, ich bin Frau, ich bin onkologische Patientin, ich habe den und den Krebs, soll ich mich mit welchem Impfstoff impfen lassen? Und das müssen wir nach bestem Wissen und Gewissen, nach letzter Information beraten.